Ich begrüße euch zu einer neuen Folge hier auf YouTube. Es geht um das leidige Thema Zähne und Zahnarzt. Ja, mein Motto heißt zwar gut gelaunt in die Zukunft, aber wer jetzt an Zähne und Zahnarzt denkt, da kann einem die gute Laune natürlich ein bisschen vergehen, ist klar. Ja, ich bin jetzt auch nicht der große Fan vom Zahnarzt. Ihr seht schon, ich trinke Kaffee und wie ihr wisst, rauche ich auch gerne meine Zigarette. Naja, was heißt mal, ich rauche eigentlich immer, seitdem ich 16 bin. Und wer so in Richtung 60 geht und viel Kaffee trinkt, viel raucht, der kennt das Thema natürlich, dass irgendwann mal die Zähne durch den Koffein- und Nikotingenuss gelb werden. Zuerst leicht, man kriegt es noch ein bisschen weg durch die Zahnreinigung und irgendwann mal sagt der Zahnarzt, du, die Zähne sind irgendwie mit einem Gelbstich durchgefärbt und das geht nicht mehr weg. Punkt. Naja gut, das hat gesessen. Ja, klar. Also hier ist Handlungsbedarf. Gut, man googelt dann und so weiter und stellt fest, auf Instagram gibt es ja die dollsten Werbesachen, die Super Special Zahnpasta für 30 Euro und ein paar Mal benutzen, schneeweiße Zähne. Wer daran glaubt, kann die Kohle zum Fenster rauswerfen. Also wenn ein Zahn erstmal durchgefärbt ist, dann hilft relativ wenig. Und diese Durchfärbung ist ja ein langsamer Prozess. Ja? Die normalen weißen Zähne kriegen einen Gelbstich, dann immer mehr, immer mehr. Und dann merkt man irgendwann mal, hey, das sieht nicht mehr schön aus, nicht mehr ästhetisch. Das will ich mir und meiner Umwelt nicht antun. Ja, man muss dazu sagen, beim Zahnarzt, ja, gesetzliche Krankenkasse ist irgendwo eine Grundversorgung, also das medizinisch Notwendige wird durch die Krankenkasse bezahlt und alles, was ich sag mal kosmetisch ist, zahlt man selbst. Da kann man sich drüber streiten, warum jetzt diejenigen, die arbeiten gehen, die gleiche Leistung haben, also als jemand, der jetzt, ich sag mal, nicht arbeiten geht und Bürgergeld kassiert. Ja, das nennt sich Solidarprinzip. Kann man mögen, muss man nicht mögen. Ich sehe das wertneutral. Mir ist das egal. Kann ich es ändern? Nein, ich bin da so ein bisschen so ein Opportunist. Man muss halt mit solchen Geschichten leben und darf sich nicht die gute Laune versauen lassen dadurch. Also es sollte bei einem jeden abprallen. Ja, was ist zu tun? Gut, diese Super Special Zahnpasta, die beworben wird, die funktioniert nicht so richtig. Die Zahnpasta aus der Drogerie, Whitening, hellere Zähne in, keine Ahnung, 4 Wochen, 8 Wochen, ja, wird vielleicht ein bisschen heller durch die Schleifmittel, die drin sind. Zu viele Schleifmittel, zu intensiv putzen, macht den Zahn kaputt. Ja. Ich habe so das Gefühl, wenn man bei der Zahnreinigung ist, dieses Airflow, dieses Wassersandstrahlen, sage ich immer, ja, greift irgendwo den Zahn auch an. Da hatte ich immer das Gefühl gehabt, dass nach dem Airflow der Zahn irgendwie, ich sag mal nicht gerade, ja, doch ein bisschen schmaler wird, die Lücke wird ein bisschen größer und irgendwie ist der Zahn dann auch anfälliger wieder für Karies und. Also ich bin kein Freund von diesem Airflow. Ja, wer es mag, soll es tun. Ich mache es nicht, weil mir das irgendwie das Gefühl gibt, es ruiniert meinen Zahn. Ja, was ist zu tun? Der Zahn ist leicht gelblich geworden. Ja, ihr seid so, keine Ahnung, 40, 50 oder wie ich, Ende 50. Gut, man geht zum Zahnarzt. Du, was können wir tun? Ja, gut, die einen Zahnärzte sagen, ja, der Zahn ist ja in Ordnung, kannst du halt so lassen, das ist halt so. Ne? Gut, Zahnarzt wechseln, ne? Klar. Ihr müsst zu einem Zahnarzt, der also auch kosmetisch irgendwie was drauf hat. Es gibt meines Erachtens eine echte Möglichkeit und mehrere Alternativen. Ich fange mal mit den Alternativen an, ja, Zähne raus und so ein künstliches Gebiss rein, alle Zähne abschleifen, Kunststoffzähne komplett aufmachen, siehe Stefan Raab, ja, der hat ja so weiße Heizkörper in der Fresse, sage ich immer, ne? Sehen extrem unnatürlich aus. Mir gefällt das nicht.
Ich denke mal, dieser natürliche Effekt der Zähne sollten erhalten bleiben. Das sieht geil aus. Aber solche perfekt weißen Zähne, da weiß jeder, das ist nicht echt. Da wurde manipuliert, sprich komplett runtergeschliffen, neues Gebiss, keine Ahnung. Ihr kennt ja diese Opa-Gebisse, ne, mit diesem Haftkleber oder so. Halte ich jetzt, wenn man gesunde Zähne hat, halbwegs nicht für ratsam. Ich sehe hier die einzige Alternative, um die Zähne wieder geil herzustellen, Veneers. Was sind Veneers? Veneers sind Keramikplättchen, die auf die Zähne raufgeklebt werden. Wie läuft das ab? Also der Zahn wird 1-2 mm von der Oberfläche her und an den Seiten runtergeschliffen. Da macht man Abdruck beim Zahnarzt. Dann hat man eine Woche lang, ich sag mal, so Kunststoffplatten drauf, so eine Art Behelfsgebiss, sage ich mal, oben drauf. Und nach gut einer Woche, wenn der Zahntechniker die Keramikveneers fertig hat, werden die Keramikveneers raufgeklebt. Also mit diesen Keramikveneers kann man kleinere Fehlstellungen vom Zahn korrigieren, sodass man also tatsächlich eine perfekte Verbesserung der eigenen Zähne hat. Dieser Gelbstich vielleicht durch Rauchen und durch Koffein, der ist auch weg. Man muss natürlich aufpassen. Also ich bin ein Freund der Natürlichkeit und der Zahntechniker kann ja den Farbton der Zähne exakt anpassen. Also die Originalzähne sind ja nicht schneeweiß, die haben, sind ja irgendwie weiß-grau, sage ich mal. Mehr weiß als grau, aber jedenfalls nicht schneeweiß. Und meistens ist es so, dass die Zähne oben ein bisschen heller sind und unten halt ein, vielleicht einen kleinen halben Farbton ein bisschen dunkler. Das sollte man so beibehalten, damit es natürlich aussieht. Ja, wer also was tun möchte und ja die Vorderfront so 6-7 Zähne mit Veneers machen lässt, ja, so ein Keramikvenier, Kostenpunkt, ich sag mal, deutlich oberhalb 500 Euro pro Stück bis 1500 Euro. Hängt natürlich ab, bin ich jetzt in München City oder was weiß ich, auf dem Land mehr. Das ist kostspielig. Also da ist man schon mit einigen 1000 Euro dabei, aber das Ergebnis ist einfach grandios. Ihr seht es ja bei mir, ich habe es ja auch machen lassen. Ja? Ich lache mal so. Also bei mir sieht es, denke ich mal, sehr natürlich aus. Ich bin damit sehr zufrieden. Mein kleiner Gelbstich ist weg. Ja? Ich gehe alle Vierteljahre zur Zahnreinigung, zum Zahnarzt, mache aber nicht dieses Airflow. Ja? Ultraschall und sonst wie Putzen reicht völlig aus, aber dieses Airflow auf gar keinen Fall. Ich will meine Zähne nicht ruinieren. Wer jetzt Inlays irgendwie drin hat aus Gold, der muss wissen, alles hat irgendwo seine Dauerhaftigkeitsgrenze. Diese Goldfüllungen, ja, die sind ja mit Zement eingesetzt, mit einem zementartigen Produkt. Und irgendwo waschen sich die Ränder auch aus und da kann dann wieder Karies eindringen. Wer das nicht rechtzeitig merkt, ja, der hat dann natürlich wieder ein Problem. Wenn jetzt Karies zu weit am Nerv ist, Wurzelbehandlung, Krone drauf und so weiter. Also, wer sich die Zähne, ich sag mal, perfekt machen will, das ist ein Prozess über 1, 2, 3 Jahre. Ja, man kann es auch auf einen Rutsch machen. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe so ein bisschen Schiss vom Zahnarzt. Ja. Ich habe mir die Veneers machen lassen. Gut, die habe ich nur einen Rutsch machen lassen. Dann habe ich mir die Goldfüllung rausmachen lassen, zumindest die Hälfte, und mit Keramik ersetzt. Ich habe noch 2 Zähne übrig fürs nächste Jahr. Also mein Zahnarzt hatte mir gesagt, du Bräunig, medizinisch hast du perfekte Zähne, kosmetisch müssen wir hier und da noch mal ein bisschen ansetzen, aber 80% ist jetzt fertig und die anderen 20%, die werde ich im nächsten Jahr machen. Ja,
die Dauerhaftigkeit der Veneers, so 15 bis 20 Jahre, ich bin in Richtung 60, also ich sag mal, wenn mir der Quatsch rausfällt mit Ende 70, naja, ich will mal sarkastisch sagen, da bin ich ja fast schon tot oder im Pflegeheim, ja, da ist das wahrscheinlich völlig egal, ja. Aber jetzt, wo man im Arbeitsprozess steht für die Mitmenschen und für das eigene Gefühl, es ist ein tolles Gefühl, wenn man morgens die Zähne putzt und sieht sich die Zähne an und sagt, boah, das sieht ja wirklich klasse aus. Und glaubt mir, euer Umfeld sieht das. Und wenn eure Zähne geil sind, ja, dann guckt ihr auch bei den anderen nach, was haben denn die für ein Gebiss im Mund? Und dann stellt ihr erschreckend fest, naja, der sollte vielleicht mal ein, zwei Mal nicht in den Urlaub fahren und sich für das Geld die Zähne machen lassen. Ja, mein Fazit, wer raucht, Kaffee, Tee, wie auch immer, altersbedingt, ja, Veneers ist eine gute Lösung. Wer eine Zahnlücke hat, der kommt um ein Implantat nicht herum. Das kostet auch irgendwie zwischen 2.000 und 2.500 €. Also insgesamt, je nach Zustand des Gebisses, könnte es durchaus sein, dass ihr irgendwo, ich sag mal, deutlich oberhalb von 3.000 € bis 10.000 € investieren müsstet, um euer Gebiss perfekt zu machen. Ja, ich kann euch nur empfehlen, Zahnpflege, damit möglichst sowas nicht passiert, beziehungsweise weder rauchen noch Kaffee trinken. Na gut. Ich habe jetzt gut reden, ja. Ich gebe eine Empfehlung ab und halte sie selbst nicht ein. Also ich selber bin Raucher, ich trinke Kaffee, mir macht das Spaß. Ja, da muss ich halt die Veneers reinmachen. Wer sich die Kohle sparen will, ja, der sollte also auf seinen Genuss achten und etwas gesünder leben. In diesem Sinne hoffe ich, dass es euch so ein bisschen geholfen hat für eure Entscheidungsfindung. Redet euch nicht so viel ein von Zahnärzten, die vielleicht das nicht richtig können. Ihr solltet den Zahnarzt auch fragen, du, wie viele Leute hast du schon mit Veneers versorgt? Hast du vielleicht ein paar Bilder da? Also ein guter Zahnarzt, der hat immer so eine kleine Mappe da, ja, wo er vorher, nachher zeigt, wo sagt ich hier, das ist meine Arbeit, schau es dir an und das kostet Summe X. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite, ob es der Zahnarzt auch perfekt kann. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und trotz Zahnarzt, was nicht so lustig ist, geht gut gelaunt in die Zukunft. Bis dann.